So, und wieder einmal herzlich willkommen zurück zu FDB Infinity. Ich bin der Gastgeber Vexmix und ich habe fast meinen Core fertig. Okay, das hat ja alles ein bisschen länger gedauert als erwartet. Aber das ist ja nicht so das Problem. Tada! Was haben wir hier? Ein ME-Controller. Tja, ich habe mir unter anderem bin ich nochmal sicher gegangen, dass ich alle Platten hatte. Aber die waren schon da. So, unser ME-Gebäude wollte ich natürlich da hinten machen, deswegen wird das da auch hingestellt. Also, ne, da gibt es nichts, was da jetzt anders gemacht werden wird. Die Dinger laufen mit normaler Energie? Seit wann? Egal. Zack. Controller dahin und schon sind wir glücklich. Glaube ich. Ja, was ich jetzt noch brauche, ist Storage und so ein paar andere Sachen. Aber bevor ich das überhaupt ansatzweise anfange, wir brauchen einen kleinen Storage, wir brauchen eine ganze Menge Quarz und deswegen gehe ich mir jetzt meine Picke suchen. Und dann werden wir mal gucken, wo wir es denn haben. Ich brauche einmal eine Pickhacke, wo ist sie denn? Möglichst die Silk Touch One. Okay, die ist nicht hier. Weil dann gehen wir da nämlich mal hinten in den Dingens das Quarz reinschmeißen, um zu gucken, wie viel wir rausbekommen. Ich habe nämlich nicht wirklich... ja, wo ist er denn? Wow. Schon wieder Leckspitzen. Darf ja nicht wahr sein. Oh, Moment, Parallel habe ich. Oh. Habe ich keinen Quarz? Ich habe alles außer Quarz. Schön. Egal, trotzdem nehme ich die hier mit. Die sind ehrlich gesagt schön. Ich wusste gar nicht, dass ich noch so viel Stoffe übrig habe. Naja. Aber ich finde diese Touchpicke nicht. Irgendwo war die doch. Oder bin ich jetzt voll durch den Wind? Ich weiß, dass ich sie hatte. Da ist mein Hammer, weil er hat keinen Slip Touch. Oh Gott, ich muss mal gerne. So, schon viel besser. Meine Nase ist immer noch zu, aber egal. Ich weiß, dass ich die hatte, nur wo? Wo hatte ich die Picke? Ah, das ist mir jetzt merkwürdig. Habe ich die hinten? Nee, kann bald nicht sein. Habe ich die hier? Nee. Nö. Nö. Auch nicht. Nö. Hallo? Also, irgendwo war die. Nur wo ist die Frage? Oh, da ist sie. Okay. Oh. Right. Besser? Teilweise. Der Servo ist zwar noch scheiße langsam, aber egal. Okay, den Wrench nehme ich noch mit. Und, tja, die Dinger auch. Ne, mehr aber nicht, ne? Ja. Na, der Rest brauche ich nicht. Jetzt muss man erstmal kurz irgendwo nach unten gehen, damit ich das Quarz finde. Zumindest nur ein bisschen. Charged und das Normale. Ich habe keine Fackeln mit. Ach, brauche ich Fackeln? Nee, oder? Nö, brauche keine Fackeln. Ich meine, ich brauche nicht mal das Charged-Zertus, ich brauche bloß das Normale. Komm. Geh nach oben. Ab, so, da. So, das geht. Und ab dafür nach hinten in die Maschine. Wo ist sie? Da ist sie. Oh. Tja, das ist eine Menge, was der hier rausgeholt hat. Dann Reset, Config, New Filter, Item Stack, Duckzeug. Ist das Replace? No. Fuzzy Mode? No. Auch wenn ich nicht weiß, was Fuzzy Mode ist.
Safe. Dann das Zertus ist hier ganz unten. Müssen wir mal ein bisschen nach oben bewegen. So. Da hätten wir das zumindest schon mal hier. Filter sind 10 Radii, Max, Min. Okay. Dann zurück, Start. Boah. 3481 oder 80. Das ist eine Menge. Ich habe da keine Upgrades mehr drin, ne? Das war mir fast schon klar. Wie viel Energie braucht er momentan? 111, was ist denn das? Ich muss mal kurz gucken, Upgrades holen, damit ich die da reinschmeißen kann. Weil, habe ich eigentlich erzählt, dass der Reaktor aus ist? Grund, warum der Reaktor aus ist, ist nicht diesmal, dass das Tritium leer ist. Nein, sondern eher, weil die Batterie voll ist. Falls man mal gucken möchte. Der Reaktor hat noch ein bisschen was an Saft, ne? 25,59. Komplett voll. Ja, also, das ist ein bisschen was. Die Laser habe ich hier mal angelassen, aber die könnte ich eigentlich auch wieder ausmachen. Weil brauchen tue ich es jetzt eh nicht mehr. Oh, right. Dein. So. Ja, also Laser kann ich eigentlich ausmachen, weil, abgesehen von dem einen, den kann ich anlassen. Der ist jetzt nicht so tragisch. Aber der Rest ist eigentlich nur so, tja. Ist jetzt nicht wirklich so, dass man sagen muss, dass ich den Strom irgendwie wegbrauchen kann oder so, ne? Weil, guck mal, da gehen wir hier mal auf Heat. Die haben auch noch 267 Millionen drin im Reaktor. Und das ist, also momentan habe ich wirklich keinerlei Energieprobleme, ehrlich gesagt. Also, da können wir ruhig mal die Speed-Upgrades missbrauchen. Speed sind hier noch nicht drin. Das heißt, sie sind noch irgendwo hinten. Das sind sie drei. Sind hier noch welche? Nö. Nö, das sind alle. Aber drei sollten reichen. Ich meine, der wird dann ordentlich Energie verballern. Zumindest glaube ich das. Ein bisschen was sollte es sein. Come on, put put. Hier, so, zack, schluck mal. Ja, mal gucken, was der Energie sagt. 198, 352, 627. Ist okay. Und der Tempo ist jetzt auch angenehm. Oh, warte mal, kann ich jetzt. Oh, warte mal. Nee, ich glaube nicht, ne? Also, ich kann es versuchen, das Zertusquarz da rein zu tun, also schmelzen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Nee, das ist da. Muss ich doch hier rein tun. Halt! Ah! Was machst du? Du Scheißteil. Was zum. Wieso macht er da das draus? Das finde ich aber nicht toll. Und wie mache ich aus dem Zeug jetzt wieder die Dinger? Hö, ja, toll. Na, sag mal. Wirklich. Das ist der einzig logische Weg, ne? Oh, Alter, das darf doch nicht wahr sein. Oh. Oh, in der Enrichment Chamber kann ich das machen. Das ist eine Enrichment Factory. Oh. Na, dann ist das ja okay. Ich hatte schon Sorgen. Aber ich hatte wirklich Sorgen. Was ist jetzt eins? Ich muss mal gerade was gucken. Kann ich daraus eigentlich wieder zwei machen? Nee, das ist auch einer. Hieraus werden vier jeweils. Ne, hieraus wird auch noch einer. Grinder wird einer.
Nee, da war immer noch einer draus. Na gut, okay. Schade. Können wir es nicht exploiten. Aber schön wäre es gewesen, ne? Aber, was soll's. Ich meine, guck dir das mal an. Jetzt haben wir so viele hier durchgejagt, ne? Und, jetzt haben wir echt eine ganze Menge von Zeug. Also, ich meine wirklich eine ganze Menge. Die kriegst du dann also doch schon ziemlich gut klein. Na gut, 20 nehme ich mal. Die werde ich dann mit Sand vermengen. Ich merke gerade, dass wenn ich keine stetige Cobblestone-Produktion habe, habe ich irgendwie ein Problem mit Sand. Sehr interessant übrigens. Na komm, mach ich da. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Kristalle, genau. Glaube ich. Nee, was wollte ich machen? Ich wollte mir einen Speicher bauen, ich wollte mir Zellen bauen. Dafür hatte ich eigentlich diese Dinger hier geplant. Da ich die ja jetzt alle habe, wie wäre es mit noch zwei Inscribern? Weil die brauche ich eigentlich am allerhäufigsten. Oder noch zwei brauche ich, weil, na, ich brauche alle vier Prozessoren. Habe ich die eigentlich noch? Noch ein Inscriber? Nö. Das heißt, ich habe bloß zwei gehabt. Gut. Wie machen wir die? Drei Eisen, zwei Pistons. Piston. Scheiße. Na gut, machen wir sie eben manuell. 10, 10, 10. Holz und Cobblestone. Na gut, davon brauche ich ein bisschen mehr. Und dann brauche ich noch Rubber. Habe ich davon was? Ja, perfekt. Ja, so, das reicht. Wie mache ich Pistons nochmal? Eisen, ne, Eisen, Redstone, Redstone, Eisen, keine Ahnung mehr. Cobblestone noch dann so und dann, aha, siehste. Ich brauche ja eh nur vier. Aber was ich, oh, diese Lags manchmal, ne? Das ist schon ein ziemlich böser Prozessor und ich fühle es trotzdem nicht. Irgendwie mag mich das Spiel nicht. Aber das ist Minecraft, ne? Ist ja merkwürdig, wenn ich nur in eine Richtung gucke. Dann wird das so komisch. Na gut, das will jeder nicht. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Was kam in die Mitte? Gar nichts, aber da kamen noch zwei Flux-Crystals rein. Ah, die habe ich natürlich weggetan, ne? F, L, U. Yay. 1, 2. Und dann baue ich das hier, würde ich fast so schlagen, bauen wir dann nach da hinten zum Kern. Dann kann ich nämlich Dingsbumsen. Ja. Ah, da sind sie. Da kann ich nämlich alles da hinten schon machen, anstatt hier. Das wäre auch ziemlich wünschenswert. Natürlich habe ich die Kabel nicht hier. Wie üblich. Aber vielleicht brauche ich die noch gar nicht. Ja, Bucket habe ich auch nicht. Heilige Mutter Maria, mir fehlt aber noch einige mehr, einige an Zeug. So, der kommt mit. Und hepp. Schön, dass ich noch kein Dach drauf habe, ehrlich gesagt. Ja, wie mache ich das jetzt? Für den Anfang erst einmal so. Nee, Quatsch, das ist schon falsch gesetzt. Ach, bin ich gut. So und so. Dann kann ich mich hier das Ding drauf tun. Auf jemand ran tun. Die Energiezelle da drauf. Okay, drauf muss ich jetzt nicht mehr packen, aber ich tue es trotzdem. Und dann eigentlich bloß noch die Verbindung nach da schaffen, aber die habe ich jetzt leider nicht. Die muss ich später bauen. Aber ich kann auch die beiden Inscriber hier dran bauen. Und da dann jeweils. Welche habe ich jetzt drin? Gar keine. Tun wir hier die Logic. Calculation. Engineering. So, das heißt, wir haben jetzt alle vier Inscriber. Und die laufen auch. Wir haben jetzt unseren ME-Controller, wir haben unsere Crystal Growth Station. Naja, fast. Ach, scheiße, es sind noch genau zwei. Okay, ich habe vier dort. Gut, alles gut.
Nicht gut. Muss die Leitung umbauen. Oh, welche habe ich hier? Yeah, hier sind die Universal. Gute Sache. Ist das die Hauptleitung? Nee, ne? Nee. So, dann kann man hier nämlich dort drauf ballern. Dann etwas Wasser rein und dann hätten wir das auch fertig. Ja. Nee, da würde ich sagen, das reicht erstmal für jetzt. Ja, das ist der Anfang von einem ME-System. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, es hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Comments sind immer gerne gesehen. Und tja, nächste Folge werden wir dann hier weitermachen. Ich nehme mal an, dass ich dann endlich das Server-Ding und hier, das Amy Drive und ganz andere Rotzmist-Kacke da fertig bekomme. Eventuell kriege ich auch noch einen ups, einen Dingens gemacht. Ja, wo sind sie? Die hier, vielleicht kriege ich davon noch einen oder so einen Vierer oder so gemacht. Wer weiß, die sind ja allgemein nicht allzu blöd zu machen. Aber das werden wir dann sehen. Euch dann noch ein schönes Spiel und bis zum nächsten Mal bei Wexman Industries. Bye bye.